meine Lieben, ich wollte unbedingt mal mit euch über die Mehrwertsteuer in den USA sprechen, weil ich immer wieder auf meinen Supermarktvideos die Frage bekomme, da kommt doch aber noch die Steuer hinzu. Darüber wollte ich mal sprechen, wie hoch ist die Mehrwertsteuer? Kommt da überhaupt eine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel hinzu? Und warum steht auf dem Preis überhaupt die Mehrwertsteuer nicht drauf? Und ich habe auch noch ein paar Quittungen, die ich euch zeigen möchte. Also erstmal wie immer in den USA. USA ist riesengroß und in jedem Staat gilt eine andere Mehrwertsteuer. Und das kann also rangieren von 0% tatsächlich, wie ihr auf dieser Karte sehen könnt, zum Beispiel in Montana, Oregon, Delaware und New Hampshire, ist die Sales Tax tatsächlich 0. Also überhaupt keine Mehrwertsteuer. Am höchsten ist sie in Kalifornien mit 8,54%. Damit ist aber auch schon mal klar, dass in keinem einzigen Staat die Mehrwertsteuer so hoch ist wie in Deutschland. 19%, das werdet ihr hier nicht finden. Und was auch wirklich eine ganz tolle Sache ist, bevor die Schule losgeht nach dem Sommer, da gibt es so eine Zeit und die ist auch wieder in jedem Staat anders und nicht jeder Staat bietet das an, aber viele machen das, dass zum Beispiel keine Mehrwertsteuer auf Schulmaterialien und Rucksäcke anfällt und dann hat man einfach gewisse Zeiten, wo man weiß, hey, wenn ich da einkaufe für meine Kinder, dann muss ich überhaupt gar keine Mehrwertsteuer auf bestimmte Produkte bezahlen. Das finde ich eine ganz super Sache. Und der Grund, warum wird eigentlich nicht angezeigt, wie hoch die Steuern sind, warum sieht man auf dem Preis nie die Mehrwertsteuer? Dadurch, dass die Mehrwertsteuer so unterschiedlich in jedem Staat gehandhabt wird, dass es einfach viel zu kompliziert ist für den Hersteller, da diesen Preis raufzudrucken, denn der müsste dann genau wissen, welche Produkte landen jetzt in Florida. Also er müsste so viele verschiedene Preise für jeden Staat drucken, dass es einfach mal sehr, sehr kompliziert wird. Und deswegen wird es einfach weggelassen. Und jetzt kommen wir aber zur Frage, fällt denn überhaupt eine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel an? Hier kommt es wieder darauf an, in welchem Staat du wohnst. Aber in 32 der Staaten fällt keine Mehrwertsteuer an. Das bedeutet, der Preis, den ihr da auf den Bananen seht, das ist der Endpreis. Da kommen keine Steuern herauf in 32 der Staaten. Und darunter fallen auch zum Beispiel Florida, Georgia, Texas und Kalifornien. Wie ihr hier auf dieser Karte sehen könnt, nur in den dunkelblauen Staaten werden Lebensmittel versteuert. Und in den ganzen weißen Staaten wird also tatsächlich überhaupt keine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel erhoben. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich einfach an, es wird aber noch ein bisschen komplizierter. Und zwar, was ist denn eigentlich ein Lebensmittel? Und hier weichen also die Meinungen der unterschiedlichen Staaten voneinander stark ab. Es geht hier also um Sachen wie Soda, also Cola, Limonaden, Süßigkeiten und Fertigessen. Und das wird wirklich ganz unterschiedlich gehandhabt von den verschiedenen Staaten. Und auf dieser Karte hier könnt ihr mal sehen, wie kompliziert das tatsächlich ist. Nur in den ganz roten Staaten wird also keine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel erhoben. An den Streifen könnt ihr erkennen, dass aber zum Beispiel Florida und Texas, die erheben also Mehrwertsteuer auf Soda, also Cola-Getränke und Süßigkeiten. Und Kalifornien wiederum sagt, Soda, das besteuern wir. Also das ist nochmal von Staat zu Staat sehr, sehr unterschiedlich. Das bedeutet also, in der Mehrzahl von den US-Staaten wird überhaupt keine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel erhoben. Allerdings mit dem Aber, je nachdem, was für den jeweiligen Staat ein Lebensmittel ist. Und viele Staaten schließen eben bestimmte Lebensmittel aus, wie eben Cola-Getränke, Süßigkeiten, Fertigessen und sagen, das muss besteuert werden. Denn es geht ja hier darum, deswegen werden keine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel erhoben, um eben gerade Low-Income-Families es zu ermöglichen, Lebensmittel zu kaufen und da nicht noch irgendwelche Steuern drauf zahlen zu müssen. Um es wiederum ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es allerdings auch unterschiedliche County-Taxes. Das bedeutet,
wenn ich einkaufen gehe in verschiedenen Counties of only Georgia, dann kann es mir passieren, dass die County Tax unterschiedlich ist. Dass ich also da mal 3% zahlen muss und da zum Beispiel 4%. Ich könnte mir vorstellen, dass euer Kopf jetzt ein bisschen schwirrt, aber ich möchte euch auch ein paar Quittungen zeigen, um das ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel mal eine Walmart-Quittung und da war unsere Totalsumme, was wir bezahlt haben, also $158.28. Aber davon sind wiederum nur $4.22, die mit 7% bezahlt wurden und wiederum 3%, das ist die County Tax hier bei mir, $2.79. Das bedeutet eindeutig, ein Großteil unseres Einkaufes wurden überhaupt keine Mehrwertsteuer drauf bezahlt. Denn nur circa $70 wurden versteuert und der Rest von den $158 wurde überhaupt nicht versteuert. Um euch das mal klar zu machen. Also nochmal, von einer Summe von $158 haben wir $7 Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Hier haben wir nochmal eine andere Quittung vom International Gourmet Food. Das habe ich euch gerade gezeigt. Da, wo es deutsche, serbische, polnische, russische Lebensmittel gibt. Und hier haben wir also insgesamt bezahlt $70.63. Aber wir haben nur eine Mehrwertsteuer von $2.55 bezahlt. Das bedeutet, $36 haben wir in diesem Geschäft ausgegeben, ohne zusätzliche Mehrwertsteuer. So, und hier haben wir eine Aldi-Quittung. Und da haben wir also insgesamt bezahlt $71.29. Und wir mussten einmal 70 Cent bezahlen, Mehrwertsteuer. Und das war ganz genau für... Wir haben einen Wok gekauft für $9.99, ist also kein Food-Item. Und dann fiel nochmal unsere County-Tax von 3% an. Das waren dann $1.76. Also bei $71.29 mussten wir nur eine Mehrwertsteuer von ca. $2.40 bezahlen. Und das war auch nur, weil wir eine Pfanne gekauft haben für $9.99. Und dann habe ich noch eine Quittung von Target und hier haben wir insgesamt bezahlt $144 und hier fiel also einmal an 7%, das waren $3.39 und dann wieder die County Tax von 3% und das waren $2.54. Das bedeutet, von diesem Einkauf von $144 mussten wir auf ca. $60 keine Mehrwertsteuer zahlen. Worum es mir halt auch geht, ist, um euch zu zeigen, dass also in Relation, wenn du Lebensmittel einkaufst, das wirklich nur Centbeträge sind, falls überhaupt eine Mehrwertsteuer hinzukommt. Und wenn du dich super gesund ernährst und also keine Süßigkeiten und Limonaden, Colas, Fertigessen einkaufst, dann stehen die Chancen in zumindest 32 der Staaten ziemlich gut, dass du so gut wie überhaupt gar keine Mehrwertsteuer zahlen musst. Ja, ich hoffe, das hat das ein bisschen besser verdeutlicht, weil ich ja so oft die Frage bekomme, da kommt doch aber noch die Steuer hinzu. Also, wie gesagt, auf richtige Lebensmittel ist das selten der Fall, dass da noch irgendwas hinzukommt. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss, eure Sissi.